Hey Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Nein, nicht Minecraft. Roman, hör auf, Minecraft zu sagen. Wir sind in Lego Worlds mal wieder gelandet und es ist wieder später am Abend, so wie es sich ja immer gehört, in einer Lego World zu spawnen. Und heute machen wir natürlich wieder was ganz Besonderes, denn wir haben ja noch nicht alles von dieser Lego Worlds Welt gesehen, denn ich habe mir letztens wieder einen Wiki-Eintrag durchgelesen, was es denn nicht alles noch gibt in diesem Spiel. Und ich muss sagen, wir hinken richtig hinterher, ja. Dieses Spiel ist so verdammt vielfältig und hier gibt es noch so viel zu erkunden, dass ich demnächst, glaube ich, anfangen werde zu weinen, ja? Weil ich habe mir nur angesehen, was es denn nicht noch alles gibt, ja? Und angeblich soll es hier irgendwo in dieser Lego-Welt eine Supergalaxie geben, ja? Ein Biom, was einer Galaxie gleicht, was also heißt, dass es hier wahrscheinlich auch Laserkanonen oder sowas gibt. Das wäre natürlich jetzt der Burner. Und wir haben ein Fotoapparaten gefunden. Oh yeah, einen Fotoapparaten. Richtig cool. Braucht man natürlich, warte mal, wir können ja natürlich erstmal versuchen, hier ein Foto zu machen. Das heißt, wir gehen hier wahrscheinlich auf unseren Backpack, dann nehmen wir uns hier eine Kamera und dann müssen wir wahrscheinlich jetzt ein Foto schießen. Nein? Geht das nicht? Also hier, warte mal, guck mal, was ein schöner Baum. Dieser Baum ist so schön, dass ich ihn sogar fotografieren möchte. Nein, irgendwie will er nicht. Okay, gut. Das heißt, so ein Fotografierteil. Also manche Teile sind tatsächlich einfach nur zur Dekoration, da merke ich gerade. Finde ich okay, ja, ist ja Lego, ne, da gibt's ja alles Mögliche zu bauen. Allgemein, wenn's ja in dem Spiel ums Bauen dann langsam dann irgendwann geht, wisst ihr was, ich hab, warte mal, ne. Wenn's in dem Spiel ja irgendwann mal so ums Bauen geht, ist es ja dann nochmal eine ganze Schiene höher, denn wenn's um Bauen geht, dann hat man ja auf einmal viel, viel mehr Möglichkeiten als in Minecraft zum Beispiel, weil es hier halt eben immer so viele Einzelteile gibt, ja. Wie dort oben kennt man ja, man geht hier hin, ja, hat hier seine eigenen Lego-Blöcke und dann nochmal hier diese eigenen Teile, die man die ganze Zeit findet, diese Steinsets, ja, da hast du ja einmal hier diese Steinsets, ja, und nach den Steinsets kommen ja dann noch hier die Blöcke, die Objekte und so ein Zeugs mit Blumen und alles drum und dran. Du kannst ja einen Garten machen, der größer ist als dein komplettes Haus, ja, weil es einfach so viele Blumen in diesem Spiel gibt. Und ich bin jetzt gerade eben tatsächlich auf der Suche nach etwas ganz Besonderem Neuen, was wir noch nicht hatten, ja, weil wir haben tatsächlich schon sehr viel gefunden und wir haben natürlich auch schon sehr viel erforscht, aber das Einzige, was ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal ansehen möchte in meiner eigenen Lego-Welt, ist noch, oh, eine Wüste. Es scheint etwas Besonderes zu sein, da wir sogar diesen Effekt bekommen haben. Aber in der Lego-Welt soll es angeblich auch eine Galaxie geben. Ja, also ein Galaxiebiom. Und dieses Galaxiebiom soll angeblich so richtig heftig Power haben. Und ja, also wir haben jetzt wahrscheinlich jetzt nur ein neues Biom wiederentdeckt. Keine Ahnung, was das für eins ist. Aber hier ist auf jeden Fall sehr viel Rotstein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier mal wieder neue Items oder sowas am Start sind. Denn ich mag es immer wieder, neue Sachen zu bekommen. Ah, ich glaube, ich habe sogar schon ein gutes Gefühl, was das hier angeht, denn hier scheint es ganz viele Skelette und sowas zu geben und vielleicht auch Adler oder so Aasgeier, ne, wie man die halt eben kennt. Oh, ein Kaktus haben wir gerade eben gesammelt. Sehr gut, sehr angenehm, muss ich sagen. Solche Skelette, die hier auf dem Boden liegen, die hatten wir schon mal und da haben wir einen Archäologen. Oh yeah, baby! Oh ja, der sieht ganz in Ordnung aus. Alter, ich mag den Archäologen. Und da hinten haben wir noch einen Cowboy. Hallo, Cowboy. Warte mal, oder ist es überhaupt ein Cowboy? Ich weiß nicht. Ein Cowgirl wahrscheinlich. Oh, hallo, Cowgirl. Wie geht es dir? Ich bin ein Yeti. Ich weiß jetzt nicht, was die jetzt können, aber die kann man ja mal freischalten, weil genug Geld haben wir ja. Hier das Cowgirl und den ach, das ist ein Cowboy und gar kein Archäologe. Außerdem haben mir viele Leute gesagt, dass ich gar kein Dings habe. Dass ich gar keinen Typen habe, der sozusagen Dings herbumst. Ihr versteht schon. Der eine Ziege ruft, sondern ich habe jemanden, der Angler ist, ja. Und der Typ hier ist kein Dingserbumster, kein Bauer, sondern ein Angler, ja. Das habe ich letztens verwechselt. Aber ich behalte gerne meinen Yeti, denn mein Yeti hat Style und ist fair. So, jedenfalls haben wir jetzt ein paar Cowboys. Achso, warte mal, ich wollte ja testen, ob die ein Pferd rufen können. Natürlich ist das jetzt nicht das Speziellste. Ach, doch, können wir. Guck, dann machen wir den hier und dann kommt wahrscheinlich ein Pferd angeritten aus dem Nichts. Und zwar ist es weiß. Und jetzt haben wir auch noch ein weißes Pferd gefunden. Sehr angenehm, muss ich sagen. Wobei ich Pferde halt eben nicht so toll finde, wie zum Beispiel meinen Adler. Weil mein Adler ist immer fair und nett und der sieht auch so majestätisch und cool aus. So, jedenfalls, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ganz viele komische Bäume und dann haben wir hier nochmal das da. Das müssen wir auf jeden Fall noch berühren, denn das haben wir noch nicht. Dann haben wir hier nochmal irgendwelche Bäume und Bäume und Bäume und dann kommen wir hier wahrscheinlich wieder in ein Schneegebiet, ja. Ich weiß halt eben nicht, wie ich nach einem Gebiet suchen soll. Bisher habe ich ja immer einfach alles so gefunden, wie es eigentlich in der Natur vorkommt. Ja, irgendwie, yo, einfach das gefunden, alles so nacheinander, ja. Aber wenn man jetzt tatsächlich irgendwann mal gezielt nach etwas sucht, dann ist es schon tatsächlich
tatsächlich etwas schwerer, ja. Weil jetzt fliegen wir in dieser komischen Ding-Schneewelt herum und wissen nicht ganz genau, wo wir hinfliegen müssen, um eine Galaxiewelt zu bekommen, ja. Und eine Galaxiewelt ist halt eben schon mal der richtige Burner. Und ich glaube, wenn wir es schneller suchen wollen, müssen wir auf jeden Fall unser Gefährt wechseln. Denn der Adler fliegt mir etwas zu langsam. Deswegen müssen wir tatsächlich auf dieses super tolle Flugzeug hier wechseln. Denn das fliegt so schnell, dass wir, glaube ich, die Galaxie dann finden könnten, ne? Ich bin mir halt eben nicht sicher, wo ich hin muss, ja. Hier ist noch ein Iglo, da könnten wir eben noch mal kurz reingehen, bevor wir hier irgendwie weitergehen. Warte mal, Iglo, Iglo, oh yeah, baby. Das heißt, wir müssen hier noch mal kurz unsere Easy Peasy, unsere Raketenwerfer holen und dann, warte, und dann Easy Peasy den hier machen. Und dann haben wir auch schon die Kiste freigeschaltet. Sehr angenehmes Gefühl, muss ich sagen. Und wir schalten natürlich die Kiste frei. Was ist da wohl drinne? Und es ist ein, man sieht's nicht. Ein, was ist das? Ein Schild? Für, what the fish? Ein Schild? Warte mal, wenn wir jetzt den richtigen Charakter dazu hätten, würde das vielleicht sogar witzig aussehen. Haben wir einen Krieger? Nein, aber wir haben einen Schneemann, ja? Beziehungsweise einen Yeti und der Yeti kriegt hier sein Schild. Und, aber man kann kein Schild und Schwert gleichzeitig ausrüsten, was ich jetzt zum Beispiel dumm finde, ja? Da ist tatsächlich der Raketenwerfer immer noch am coolsten, aber jedem das seine, ne? So, ich würde mal sagen, wir schauen jetzt einfach mal weiter mit dem Flugzeug rum, was wir hier denn nicht noch alles finden können an super tollen Sachen. Ich persönlich bin ja immer noch heiß auf die Galaxiewelt, weil die sieht angeblich so hübsch aus, ja. Die sieht so hübsch und cool aus und hip und super cool und deswegen muss ich die finden, ja. Ich muss alles finden, Leute. Ich kann mich nicht einfach so geschlagen geben, irgendwie mit irgendwelchen langweiligen Dingen. Oh, warte mal, ist das eine Galaxiewelt? Nein, das ist wieder so eine langweilige Lava-Welt, die keinen interessiert, ja. Das Iglo, an dem ich gerade eben vorbeigeflogen bin, das habe ich schon gesehen, aber ich wollte es nicht öffnen, weil ich es tatsächlich jetzt auf andere Dinge abgesehen habe, wie zum Beispiel Galaxien, beziehungsweise so halt so ein Galaxiebiom, aber anscheinend findet man das nicht so einfach, ja. Also ich habe am Anfang gedacht, dass dieses Lava-Dings, wo wir am Anfang gerade eben vorbeigeflogen sind, dass die relativ selten sind, aber die Teile gibt es ja wie Sand am Meer, ja. Aber so ein komisches Galaxieteil, das findet man halt eben nicht so einfach und nicht so schnell, ne? Da finde ich, das finde ich tatsächlich echt ein bisschen, das weckt sozusagen meinen Sammlereffekt, ja. Meine Sucht danach, irgendwas zu finden und irgendwas vorzustellen, weil ich habe da richtig Lust, das mal zu finden und irgendwie mal ein bisschen da was zu sammeln, weil diese ganzen Sachen, wo wir jetzt gerade vorbeifliegen, das haben wir eigentlich alle schon. Das sind so Pilze und anderes Zeugs, was man so kennt, Kamele und so haben wir auch schon. Dann haben wir hier einen Riss in der Optik. Dann haben wir wahrscheinlich, guck mal, lass mal da nach da hinten fliegen, weil hier überall waren wir ja schon. Das sind ja Palmen und sowas. Aber wenn man jetzt hier weiter fliegt, dann sieht man, dass wir wieder in einem Schneegebiet gelandet sind. Oh, eine Ölbohrmaschine, eine Ölbohrmaschine. Wir werden reich, ja, mit einer Ölbohrmaschine. Kann ich die bitte behalten? Nein, ich habe die Ölbohrmaschine kaputt gemacht. Können wir das berühren? Berühren. Nein, ich habe das auch kaputt gemacht. Oh nein. Oh Mann, wir haben immer noch keine Galaxie gefunden. Ich möchte unbedingt eine Welt finden, ne, wo eine Galaxie ist. Ich habe ein Bild davon im Internet gesehen und deswegen würde ich das hier finden, ja. Ich will sowas mal einfach in dem Spiel sehen. Außerdem möchte ich die Blöcke haben, die es dort gibt, ja. Hier haben wir eine Pyramide, die könnte ich übrigens versuchen aufzusprengen, aber ich glaube, da drin selber ist ja nichts, wie in diesen anderen ganzen Pyramiden, die wir gefunden haben, weil irgendwie ist da noch nichts eingebaut worden oder sowas. Aber wir fliegen jetzt einfach mal weiterhin über den Pazifik und Ozean und was weiß ich, ja. Und schauen uns weiterhin um. Aber das einzige Problem ist halt eben, wir treffen die ganze Zeit nur auf grünes Gras mit irgendwelchen Flächen und zwischendurch immer diese Pilzbiome, ja. In dem Pilzbiom waren wir auch inzwischen, ja, da gibt es einfach nur Pilze. Und hier ist irgendwie ein komisches Loch. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt was drin ist. Wir können das, könnten das immer kurz aufsprengen. Einen Moment. So, unser Flugzeug bleibt stehen. Ah, das Spiel laggt wieder ein bisschen. Hilfe! Oh, jetzt ist unser Flugzeug kaputt gegangen. Aber die Lags haben aufgehört, seitdem das Flugzeug kaputt gegangen ist. Und ich muss sagen, das Flugzeug verursacht tatsächlich in dem Spiel so leichte Ruckler, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wieso. Muss ich mal gucken, entweder es liegt an mir oder am Spiel. Ich weiß es nicht, aber ich persönlich würde sie aufs Spiel schieben, weil ich ja irgendwie nicht so den schlechtesten PC habe, um dieses Spiel zu spielen. Da unten läuft gerade jemand, den müssen wir auf jeden Fall auch sehen. Hallo, mein Liebster. Hallo, wie geht's dir? Warte mal, ich möchte dich nicht töten. Bitte, bitte, ganz ruhig. Ich nehme meinen Raketenwerfer weg und berühre dich mit der Hand. Wo bist du hin? Da bist du. Hallo. Hallo, muss ich dich töten? Lol, das ist ja ein Typ mit einer Aktentasche. Lol, was ist das für eine Kameraansicht gewesen? Wir haben hier den liebsten, wer ist das? Ein Zombie haben wir bekommen. Ich bin ein Zombie, Mama. Ich kann nicht. Obwohl, kann er was?
Ich weiß es nicht. Nein, der kann anscheinend nur schlagen und irgendwie nichts mehr, ja. Schade, ja. Da hinten haben wir noch eine Professorin, ist auch nichts Besonderes. Aber wir sind natürlich immer noch auf der gleichen Suche wie vorher. Und zwar nach dieser doofen Dimension mit den Stalagmiten oder sowas, ne. Das muss man sich einfach ansehen, das muss es irgendwo geben. Ich muss es finden. Warte mal. Ja, ich hab's gefunden. Alter Vater, ich hab grad 2 Stunden danach hier gesucht. Ja, okay, gut, nicht 2 Stunden, aber vielleicht eine, Alter, ohne Spaß, eine halbe Stunde bin ich ohne Spaß die ganze Zeit rum. Ja, ich hab's, Mama, wui, juhu. Alter Vater, Leute, das hier, ja, ich bin sehr froh, sehr, sehr, warte mal, wir müssen übrigens hier unseren Skin kurz ändern. Nein, nicht in irgendeinen komischen Menschen, sondern wir, nein, nicht in so, nein, warte, wir gehen jetzt auf so, nein, du sollst hier nicht hingehen, so, dann machen wir so, und dann nehmen wir unseren Charakter, nehmen wir unseren Yeti, so wie sich das gehört, und das, meine Freunde, ist übelst genial, ja. Das hier ist die Super Emerald Mega Welt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, aber genau davon habe ich ein Bild gesehen und ich wollte das unbedingt sehen. Und wir können ja mal gucken, ob wir das hier ein bisschen freisprengen können oder sowas in der Art. Alter Vater, genau das habe ich gesucht, ja. Das haben ja auch einige Leute in die Kommentare geschrieben. Das ist auch der Grund, wieso ich danach gegoogelt habe. Ein Strauß, ich will den Strauß haben, berühren. Komm her, Strauß, komm her. Ich bin dein Freund und Helfer. Bitte greif mich nicht an. Juhu! Nein, steck nicht den Kopf in den Sand, Strauß. Du bist jetzt mein Kumpel. Sag mal, Sträuße laufen doch mega schnell, oder? Oh yeah, Baby. Alter Vater, der streckt aber ganz schön krass seine Beine raus. Alter, und wie hell diese Teile leuchten. Und da hinten haben wir noch einen Bohrpanzer. Und alter Vater, sieht das hier cool aus, ey. What the fish? Der macht auch Rückwärtssalto. Boah, Alter, ich muss sagen, diese Welt gefällt mir ja mega cool. Ja, wir haben einmal hier diesen, sozusagen diesen Obsidian-Look und nochmal diese Emeralds mit drin. Und zwischendurch sind noch diese Felsen, diese leuchtenden Superfelsen. Und die leuchten nochmal extra. Wer bist denn du? Einen wunderschönen guten Tag, werte Dame oder... Ja, es ist eine Dame. Einen wunderschönen guten Tag. Alter Vater, die haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Mal gucken, was die kann. Das ist die Liebste aller Liebsten, ne? Die intergalaktische Heldin, ja? Hallo, intergalaktische Heldin. Was kannst du denn? Wahrscheinlich nichts, denn ich gebe dir jetzt voll auf den Po, Alter. Naja, jedenfalls sind wir jetzt die intergalaktische Heldin hier, ne? Vielleicht gibt es noch einen intergalaktischen Held. Wer weiß. Aber wir nehmen jetzt mal die Bazooka und schauen einfach mal, was denn passiert, wenn wir diese Spitze da oben abschießen. Juhu! Nein, du sollst nicht vorbeischießen. Na, what the fish? Wieso fliegst du so lang? Sag mal, hast du denn heute Mittag nicht noch was anderes vor? Okay, das ging ein bisschen in die Hose. Aber jetzt! Jetzt treffen wir 100%. Nein, du sollst nicht im Kreis fliegen. Bitte! Nein, du sollst doch treffen. Oh, nein! Okay, weißt du was? Wir stellen uns jetzt mal gerade hin, schießen so, wie normale Menschen. Hey, willst du mich eigentlich veräppeln? Warte mal. Ich will... Guck mal, das dreht einfach seine Runden, ne? So wie sie... Ich will, dass du da drauf schießt. Guck da. Ja, endlich. Hat das jetzt irgendwas gegeben? Nein, aber es hat uns so viel Stress gekostet, da jetzt 10.000 Mal drauf zu schießen. Und im Springen zu schießen geht leider auch nicht, weil wenn ich im Springen schießen irgendwas mache, dann klatscht sie sich meistens immer auf den Boden. Mal gucken, was hier rauskommt. Oh, auch anscheinend nichts, aber ich finde trotzdem diese leuchtenden Steine so mega cool. Kann man die berühren? Berühren. Nein, nicht kaputt machen. Ich sollte mir tatsächlich die Angewohnheit nehmen, wenn ich irgendwelche Stalagmiten oder so berühren will, den Raketenwerfer aus der Hand zu nehmen. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt, um hier irgendwas zu schaffen. Und ich muss sagen, das sieht schon mega cool aus. Wir könnten ja theoretischerweise mal hier unseren super coolen, unsere super coole Dampfwalze nehmen. Und mal gucken, wie das hier aussehen würde, wenn wir hier einen Weg bauen würden. Easy peasy, lemon squeezy. Ja, könnten wir mal gucken, ändert sich das hier an irgendwas? Warte mal, wir müssten hier so durch, aber irgendwie will der nicht. Hallo, wir sind auf... Hallo, kannst du mal bitte hier den Weg freimachen? Danke! Oh, cool, wir können jetzt um den Berg herumfahren und ich muss sagen, das ist tatsächlich eine der coolsten Wohngegenden, ja? Hier kann man sich natürlich aufbauen, was man will, ja? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir wollen jetzt hier als Lego-Männchen wollen wir hier unsere Stadt aufbauen, ja? Das heißt, wir bauen uns hier erstmal unseren Asphalt hin, wo wir natürlich etwa erstmal was hinbauen wollen, denn für Asphalt braucht man natürlich immer Platz. Kannst du mal bitte rückwärts fahren? Danke! So, easy peasy lemon squeezy, ein bisschen Asphalt, das muss sein. Nein, du sollst den Asphalt gerade machen, du sollst nicht so doof fahren.
Oh Mann. Aber jedenfalls, ich bin mega froh, dass ich diese Welt hier gefunden habe, ja. Denn ohne diese Welt hätte ich dieses Video nicht hochladen können, weil ich musste diese Welt zeigen. Denn die sieht einfach so mega cool aus. Und da oben ist ein Mond. Hallo Mond. Alter, den Mond habe ich noch nie in Lego Worlds irgendwie so bemerkt. Irgendwie mega cool. So, was haben wir denn hier noch so? Wir haben hier nochmal den Standardkram, aber was ich bemerke, hier gibt's auch gar keine Kisten oder so, ne? Hier gibt's einfach nur diese mega coole Welt, aber was hier drin noch passiert, das weiß niemand, ja? Wir haben schon den Adler, wir haben schon eigentlich alles, was es gibt. Wir könnten auch theoretischerweise jetzt noch auf unserem Motorrad steigen und hier noch ein paar Runden drehen, aber irgendwas Besonderes finden wir hier, glaube ich, nicht, oder? Also, außer die intergalaktische Heldin und den Strauß, gibt es hier wahrscheinlich noch irgendwas? Also, was ich natürlich sehr beachtlich finde, dass überall Pferde sind, ja? Wir müssen jetzt übrigens während der Fahrt nochmal auf unser Flugzeugwechsel und weiterfliegen. So, jedenfalls wissen wir jetzt mal, wie die Galaxie hier aussieht, diese Sternengalaxie. Und hier ist nochmal pinkes Wasser, was mich sehr beeindruckt. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber what the fish? Sag mal, wieso ist denn das hier alles pink? What the fish? Woran liegt das? Muss ich der Spur vielleicht folgen? Haben die Illuminaten vielleicht etwas damit zu tun?